Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Alex und das ist das Simply von Friday Bikes, ein eher puristisch gestaltetes E-Bike für den urbanen Raum. Und mehr zu diesem E-Bike erfahrt ihr nach dem Intro. Das Simply von Friday Bikes aus dem thüringischen Tanner besticht durch seinen klaren, schnörkellosen Stil, ohne jedoch beliebig zu sein. Der kecke Schwung des Sattelrohrs und die nach hinten zulaufende Form fängt den Blick des Betrachters und lenkt ihn etwas vom deutlich massiveren Unterrohr ab. In dem versteckt sich der herausnehmbare Akku, der mit 500 Wattstunden Kapazität für ein Single-Speed-E-Bike ungewöhnlich viel Reichweite verspricht. Zur Kraftübertragung kommt beim Simply ein wartungsarmer Gatesriemen zum Einsatz. Friday Bikes teilt den Rahmen in der Höhe des Ausfallendes. Dort läuft die Sattelstrebe flach aus und schmiegt sich an das flache Gegenstück der Kettenstrebe. Ungewöhnlich, die Riemenspannung wird nur auf der rechten Seite korrigiert. Friday Bikes verzichtet auf einen Drehmomentsensor, der die auf die Kurbel bzw. den Antrieb wirkende Kraft bestimmt. Der Sensor an der Tretkurbel braucht etwa eine Dreiviertelumdrehung, um zu erkennen, dass sich die Kurbel dreht. Besonders clever ist die einfach und schnell per Druck auf einen Knopf längenverstellbare Parkstütze. Der Sattel sieht auf den ersten flüchtigen Blick wie einer von Brooks aus. Der chromglänzende Lenker ist auf einem hohen Spacer-Turm montiert und entschärft so die sportliche Sitzposition etwas. Stylisch, Schraubgriffe mit Ziernaht und schmales Display. Das Display bietet alle wichtigen Informationen und dient gleichzeitig zur Bedienung des E-Antriebs. Dafür braucht es nur wenige Tasten. Ein Aus-Taster, Select-Taste für das Durchschalten der Infos auf dem kleinen, hervorragend ablesbaren Display und ein griffgünstig positionierter VIP-Schalter zur Auswahl der 5 zur Verfügung stehenden Unterstützungsmodi. Das Simply ist ein Single-Speed-Bike. Die einzelnen Modi können prima als Ersatz für eine mechanische Schaltung genutzt werden. Die im linken Bremshebel integrierte Klingel passt gut zum cleanen Styling des Simply. Hinter der linken Seite des Rahmens verstecken sich die zu einem Strang zusammengefassten Kabel. Gebremst wird mit mechanischen Scheibenbremsen von Tektro. Alurahmen, fehlende Federung, leichte Komponenten. Mit gut 18 Kilogramm gehört das Simply trotz des 500 Wattstunden Akkus zu den leichten E-Bikes. Das Simply ist ein stilsicher kreiertes Single-Speed-Pedelec nicht nur für den urbanen Raum. Mit klassischer Fahrradform und wartungsarmen Gatesriemen liegt es voll im Trend. Es ist alltagstauglich ausgerüstet, der herausnehmbare Akku mit der großen Kapazität von 500 Wattstunden zeichnet es besonders aus. So, das war mein Vorstellungsvideo zum Simply von Friday Bikes. Mehr zum Bike erfahrt ihr im Artikel auf velostrom.de, den ich euch unter dem Video verlinke. Vielen Dank, dass ihr dabei geblieben seid. Wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen hoch und über ein Abo für den Kanal. Und ich fahre jetzt noch mal eine Runde mit dem Rad und sage Tschüss, bis zum nächsten Video. Ja, ja, Single Speeds.
herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Alex und das ist das Simply von Friday Bikes, ein sehr puristisches Fahrrad, ein... Ja, hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Alex, das hier ist das Simply von Friday Bikes, ein puristisches Fahrrad. Vielleicht soll ich den Satz weglassen. Und das hier ist das Simply von Friday Bikes, ein sehr zurückhaltendes, urbanes E-Bike. Mist, das geht nicht. Ja, hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Alex und das ist das Simply von Friday Bikes, ein puristisches... Vom Simply von Friday Bikes. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, freue ich mich. Schreie ich eigentlich so? Ich habe ein Mikroanhänger.